Ich habe letztes Mal über das ISO-OSI-Schichtenmodell länger geplaudert. Ich habe Ihnen gesagt, dass es für die Implementierung, für den Entwurf von Kommunikationssystemen im Wesentlichen aus der Mode gekommen ist. Wir werden dann später auch nochmal sehen, wie man es anders macht. So Integrated Layer Processing und wie die Dinge alle heißen. Heute möchte ich noch, bevor wir weitermachen mit unserem einführenden Theoriekapitel, Theorie der Rechnernetze, wenn Sie so wollen, naja, so theoretisch ist es gar nicht. Heute möchte ich noch zwei andere Modelle oder Einteilungen Ihnen präsentieren. Ich habe mich vor ein paar Jahren, 20 Jahre eigentlich, mal um so eine Taxonomie und Einteilung der Kommunikation gekümmert und da auch Literaturarbeit gemacht und so weiter. Und dann auch mal versucht, selber was zu machen. Sagen wir mal, so ein Modell zu entwerfen und ein vielleicht auch etwas pragmatischeres Modell. Ich habe dann mich mal von dem Shannon'schen Modell inspirieren lassen. Da haben wir letztes Mal auch ein bisschen drüber gesprochen. Wobei es auch, wenn ich nochmal zurückgehen darf, geschwind hier zu dem Shannon'schen Modell. Heutzutage manche Leute das hier ein bisschen anders machen und die Quellcodierung und die Kanalcodierung zusammenfassen oder ganz eng zusammenarbeiten lassen, beim GSM zum Beispiel. Also, ich habe mich da ein bisschen inspirieren lassen und die wesentlichen Funktionen irgendwie herausgesucht. Da gibt es sicher einerseits den Kanal, den wir benutzen müssen, um Informationen zu übertragen, also eine Abstraktion von dem physischen Kanal. Im Wesentlichen ist das Kanalkodierung und der eigentliche Kanal zusammen. Dann habe ich hier so eine Funktion Adapter, in dem man mehrere im Sinne von OSI Schichten veranstalten kann, die sich direkt um den Kanal kümmern. Dann haben wir hier die Applikation, die zu übertragenden Daten dieser Adaptionsfunktion gibt. Und dann haben wir wahrscheinlich separat noch eine Kontrollfunktion, so eine Managementfunktion des Kanales. Zum Beispiel zum Verbindungsaufbau, wenn man das hat, vielleicht auch sich um Verzeichnisdienste zu kümmern. Man kann aber auch Verzeichnisdienste hier in Applikationen einsortieren, das muss man uns noch überlegen. Und jetzt bilden wir mal hier, wir haben im Wesentlichen Kontrolle, Applikation, Adapter und Kanal. Jetzt bilden wir mal da die Potenzmenge und schauen, was da rauskommt. Und wir wollen mal ein paar sinnvolle Mengen identifizieren. Die Menge, in der alles drinsteckt, ist ja irgendwie trivial und gleichzeitig wertlos für unsere Betrachtung. Da kann man nicht einsortieren, nicht klassifizieren. Aber wollen wir mal sinnvolle Mengen finden, die leere Menge ist auch irgendwie nicht so gut. Eine ganze Menge funktionieren nicht, nur der Kanal und nur die Applikation geht auch nicht. Aber wenn man mal zusammenfasst, Kanalkontrolle, Adapter, dann können wir das als Übertragungsdienste betrachten. Vielleicht kann man die Kontrolle auch rausnehmen. Es gibt vielleicht auch einen sinnvollen Übertragungsdienst, da kann man auch drüber diskutieren. Die Anwendung dieses alles zusammen hier oder diese Menge hier, Kontrolle, Adapter, Applikation, die Steuerungsdienste. Bei dem fehlt der Kanal, die Kanalkontrolle, die kümmert sich hier um den Kanal, aber eigentlich wird es nicht benutzt für den Steuerungsdienst. Wir können uns auch jetzt hier weiter überlegen, was die Übertragungsdienste denn so sind. Da gibt es einerseits die eigentliche Übertragung und zweitens noch die Vermittlungsfunktion. Über Vermittlungsfunktion werden wir dann zu gegebener Zeit im richtigen Kapitel auch nochmal etwas mehr sprechen. Ich muss dann auch noch das Problem erstmal versuchen, nochmal klar zu machen. Oder sagen wir mal, etwas systematischer anzupacken. Wir haben ja wahrscheinlich alle einen intuitiven Begriff von Vermittlung. Und wenn wir uns das mal anordnen, die Bereiche, den Bereich Applikationen, die Anwendungsdienste, die Steuerungsdienste und die Übertragungsdienste,
dann können wir da so einzelne Funktionen identifizieren, die da dazugehören. Da hätten wir hier zum Beispiel bei den Übertragungsdiensten die eigentliche Signalübertragung, also Symbole durch den Kanal durchtransportieren, eine Fehlerkontrollfunktion, Paketisierung, also mehrere Signale zusammenzufassen, zu einer Gruppe, Rahmenbildung habe ich es auch mal genannt in der technischen Informatik, die Segmentierung, also Pakete, die zu groß sind, in kleinere aufteilen, in ATM-Zellen oder einfach nur was in Ethernet-Frames reinpasst. Sequenzerhaltung, wenn wir einen Strom von Paketen haben, viele hintereinander, dann haben wir vielleicht sowas wie eine Sequenz. Multiplex, also auf einem Kanal mehrere unabhängige, nicht zusammengehörige Datenströme zu übertragen, die Flusskontrolle bzw. die Verstopfungskontrolle, wobei ich Ihnen die genauere Beschreibung erst noch liefern muss, irgendwann dann so zum ersten Advent oder so. Bei den Steuerungsdiensten, da gehört für viele Dienste, das hängt natürlich vom Kanal ab, für viele Dienste auch die Verbindungskontrolle dazu. Also das Verbindung aufbauen, das Verbindung abbauen. Und das werden wir natürlich kennen dann. Wir werden dann im Kapitel Steuerungsdienste auch über konkrete Dienste zum Verbindungsmanagement sprechen. Wir werden etwas über Dienstegütemanagement sprechen und wie man Dienstegüte dann tatsächlich im Kanal, hier im Übertragungsdienst implementiert. Oder über Adresstransformation. Aber zu gegebener Zeit, da will ich auch jetzt nicht allzu viel davon erzählen. Dann haben wir hier bei den Anwendungsdiensten die Medienbearbeitung, da kommt dann so Kompression und sowas rein, aber vielleicht auch Transformation von Medienströmen. Die Präsentation der Medien abspielen, ich meine, das ist im Bereich der Rechnernetze, der Computerkommunikation schon auch wichtig, weil es auch gerade mit dem Dienstegütemanagement und der Dienstegüte, die hier noch drin steckt, zu tun hat. Auch die Synchronisation gehört da dazu. Und auch dieses Kapitel Synchronisation, da werden wir noch kurz vorbeikommen. Das Kapitel Synchronisation ist generell erstmal schwierig, obwohl es leicht erscheint. Der Ton muss eben synchron zu der Lippenbewegung im Video kommen, und machen wir eben. Dann stellt sich heraus, dass das mehr Arbeit macht als erwartet. Und dann gibt es auch noch das globale Synchronisationsproblem, was wir eventuell brauchen, wenn wir also in einem Konferenzszenario Audio und Video übertragen, dann wollen wir ja erreichen, dass das auf mehreren Endgeräten halbwegs gleichzeitig rauskommt. Und auch darum, das ist auch so eine Aufgabe, die man irgendwie lösen muss. Die aber ein hartes Problem ist, wenn man es dann anpackt. Und zu diesem Problem Synchronisation habe ich auch schon mehrere gescheiterte Promotionsvorhaben gesehen. Nicht bei mir, sondern bei Kollegen, deren Doktoranden dann zwischendrin einfach aufgehört haben. Also ein durchaus hartes Problem. Bei den Übertragungsdiensten, da geht es eben um die eigentliche Übertragung des Signales, wenn man das so gröber anschaut, um die Vermittlung. Und hier in den Protokollen stecken all diese Sachen wie Segmentierung, Fehlerkontrolle, Sequenzerhaltung, Paketisierung und sowas drin. Steuerungsdienste, ich habe eben auch schon anhand der Grafik darüber erzählt. Verbindungsaufbau, vielleicht irgendwelche weiteren Leistungsmerkmale dazu, kommen wir dann auch beim entsprechenden Abschnitt der Vorlesung drauf. Netzzugang, da gehört auch dieses Kapitel Autorisierung inklusive Authentifizierung dazu, dass man also sich dem Netz gegenüber ausweisen kann und dann Zugang erhält. Bei solchen Diensten, bei denen der Zugang kontrolliert wird. Mobilfunk ist sowas. Also unsere Mobiltelefonie. Und dann gibt es hier noch dieses Kapitel Netzwerkmanagement, worüber ich nicht so viel erzählen werde. Ich muss auch zugeben, dass ich mich damit relativ wenig beschäftige. Man hört nur immer wieder auf Konferenzen,
dass jetzt dann mit dem richtigen und gescheiten Netzwerkmanagement die Netzwerke, die wir haben, in Zukunft doppelt so gut funktionieren sollen. Und wenn man es dann abwartet, was jetzt ist mit dem doppelt so gut, dann kommt das doppelt so gut meistens doch irgendwie aus anderen Fortschritten und nicht gerade von dem Management. Aber es ist schon irgendwie so ein Traum der Menschheit, der Ingenieure, dass wenn man die vorhandenen Ressourcen einfach nur besser ausnutzt, dass man dann keine neuen dazu bauen muss. Aber irgendwie funktioniert es immer so schwer, die vorhandenen Ressourcen wirklich gut auszunutzen. Aber wir werden ein bisschen drüber reden im Rahmen dieser Vorlesung, aber nicht viel. Wir werden über Anwendungsdienste sicher sprechen. Das Entscheidende von den Anwendungsdiensten ist, sie kennen die Medien, mit denen sie umgehen. Im Gegensatz zu den Übertragungsdiensten, die die Medien eigentlich nicht kennen, die halt Symbole übertragen, die ihnen von jemandem gegeben werden, wissen die Anwendungsdienste etwas über die Semantik der Symbole, die da übergeben werden. Zu den Anwendungsdiensten, die möchten gerne im Wesentlichen End-to-End-Protokolle benutzen, weil sie sich nicht um Vermitteln, Adresstransformation, all solche Sachen kümmern möchten. Das können konsumtive Dienste sein, zum Beispiel Websurfen, so klasse, und Fernsehen gucken. Fernsehen gucken ist eigentlich der konsumtive Dienst überhaupt. Und dann gibt es auf der anderen Seite die kooperativen Dienste, bei denen ja beide Teile was beitragen. Telefonie ist sowas. Wo jetzt da die E-Mail reinpasst, ist immer schwierig. Ja, man kann ja auch nur seine Mails ebenso lesen, auch ohne selber welche zu schreiben. Das ist also hier irgendwo in diesem Spektrum dazwischen anzusiedeln, sowas wie E-Mail. Aber die beiden Endpunkte sind sicher konsumtiv Fernsehen und kooperativ Telefonie. Oder Chatten, das ist auch sowas, wo Echtzeitkommunikation in beide Richtungen stattfindet, sonst ist es bald vorbei. Anwendungselemente sind Funktionen, Frameworks und solche Sachen, die man bereitstellt als Diensteerbringer, damit Anwendungen programmiert werden können. Das können sowas wie Remote Procedure Calls sein oder das können Protokolle sein, die etwas von Medien verstehen. Oder etwas mehr von Medien verstehen. Dann kann man hier auch noch gut Verzeichnisdienste einordnen. Das Domain Name System ist sowas oder das X500 und wir werden an der richtigen Stelle da vorbeikommen. Nicht notwendigerweise so sortiert, sondern anders sortiert. Und selbstverständlich gehören auch zu den Anwendungsdiensten die Endgeräte dazu. In denen steckt ja auch viel Benutzeroberfläche drin. Das klassische das klassische Telefon, was wir kennen, das gibt auch die Art der Benutzung vor, die Benutzeroberfläche. Ne? Hörer abnehmen und dann hört man den Wählton. Hörer abnehmen bedeutet so viel, die Semantik davon ist, ich will jetzt telefonieren oder ich nehme das Telefonat an und dann das Herumfingern da an der Tastatur, gibt Steuerungsinformationen rein und so weiter. Und man muss natürlich auch ins richtige Ende von dem Hörer, vom Handapparat reinreden, damit der andere es hören kann. Also es gibt Benutzung vor und auch unsere Mobiltelefone geben natürlich irgendwie durch ihre Hardware Benutzungsmechanismen vor. Die gehören eigentlich zum Dienst dazu, das Design der Endgeräte. Diese Applikationen, die dann da oben drüber laufen, die hier oben, mit denen der Mensch direkt zu tun hat, vielleicht hat er auch mit Anwendungsdiensten zu tun, vielleicht hat er auch mit Steuerungsdiensten zu tun, mit Übertragungsdiensten wird er nichts zu tun haben. Zumindest im Sinne unserer Vorlesung. Ich arbeite natürlich hier, wenn ich während der Vorlesung was erzähle, sozusagen als Mensch direkt mit dem Anwendungsdienst, mit dem Übertragungsdienst Audio, Schall. Also Applikationen kennen dann nicht nur die Medien, sondern auch die Semantik von dem, was man da hat, verwenden Anwendungselemente und Anwendungsdienste. Das sind Textprogramme oder auch ein Programm zur Computer-Supported Cooperative Work, in dem vielleicht ein Telefon oder sowas wie Skype oder sowas drinsteht. Oder wenn Sie ein Spiel benutzen, da
das benutzt Anwendungsdienste da, um die Bewegung ihres Schwertes zu transportieren oder auch nur die Instant Messages zu ihren Kollegen, mit denen sie da auf Monsterjagd sind und so weiter. World of Warcraft, da erledigt man doch solche Viecher oder, naja, ich weiß es nicht so genau. Ich muss zugeben, ich habe noch kein World of Warcraft gespielt. Aus irgendeinem Grunde. Nicht mal eine Demo oder sowas. Eigentlich eine Bildungslücke. Musste ich jetzt rot werden? Ja. Wenn man sich diese Kritik vom letzten Mal am ISO-OSI-Schichtenmodell anschaut, was denn da eigentlich nicht gut ist, dann fällt einem auf, dass dieser vorgegebene Pfad, dieses es geht so und nicht anders, eigentlich das größte Problem ist. Wir können nicht anständig auswählen, wenn wir OSI-konform sein wollen. Wir können nicht direkt mit dem Kanal sprechen oder sowas und selber um die Sachen kümmern. Ich habe das Application Layer Framing, den ALF, kurz nebenher erwähnt. Wir kommen nochmal drauf zurück, irgendwann in der Vorlesung. Manche Applikationen möchten das eben machen. Und wenn Sie sich ein Funktelefon anschauen, dann passiert das genau so. Da werden eben keine OSI-Layer durchgeturnt, sondern da gibt es den Sprachcodec. Und der Sprachcodec produziert einen komprimierten Sprachoutput, der wird direkt vom Kanal genommen und daraus werden Bits gemacht und die werden Symbole gemacht und die werden gesendet. Das hängt direkt zusammen. Das sind höchstens zwei Schichten. Und wenn Sie so wollen, der Presentation Layer und dann unten drunter gleich der Physical Layer. Und die reden da direkt miteinander. Und das führt eigentlich dazu, dass es vielleicht eben gar nicht so gut ist, wenn man so ein starres Modell mit so vielen Schichten vorgibt. Für manche Anwendungen funktioniert es einfach auch nicht. Wenn man ein Mobiltelefon komplett mit Mobiltelefonie Standard komplett mit dem ISO-OSI-Schichtenmodell machen wollten, dann hätten wir unter Umständen eine Verzögerung von einer Sekunde. Und das wollen wir sicher nicht. Also, da macht das Schichtenmodell mehr Kummer als Freude. Und deshalb kann man sich überlegen, dass Kommunikationsapplikationen eigentlich so in so einem Baukastenprinzip zusammengesetzt werden sollten. Ich habe hier so eine Zeichnung von was anderem eigentlich modifiziert, um das ein bisschen klar zu machen, wie so ein Baukastenmodell funktionieren kann. Wir haben jetzt hier wieder einen Übertragungsdienst, der wird von Anwendungsdienst benutzt. Wir haben so ein Verbindungssteuerungsdienste-Element. Und die beiden, die bedienen sich hier so einem Komponentenmanager. Und je nachdem, ob sie das wollen oder nicht, suchen sie sich hier aus, welchen Kanal übertragen wird. Suchen sie sich aus, welche Prüfsummen und Fehlerkorrekturmechanismen benutzt werden wollen. Wollen wir Vorwärtsfehlerkorrektur oder gar keine oder a posteriori Fehlerkorrektur benutzen? Wollen wir paketisieren lassen und wenn ja, nach welchem System? Kleine, große, wollen wir Zellen haben, wollen wir vorne was dran haben an jedem Paket, was sagt, wo es hingehört oder brauchen wir das nicht und so weiter und so weiter. Wie soll die Ordnung wiederhergestellt werden? Braucht es überhaupt? Ist das ein Zeitstempelmechanismus, den wir da benutzen oder wird einfach nur durchgezählt? Also in so einem Baukastenprinzip gibt es natürlich verschiedene Klassen, also Sorten von Bausteinen, wenn Sie so wollen. Die Lego-Spieler unter Ihnen, die wissen eben, dass es unterschiedliche Sorten von Steinen gibt, die man benutzen kann. Die Farbe der Steine unterscheidet sich und manchmal will man die Sorte, den Stein haben, mal den. Aber es gibt so Klassen von Bauelementen. Und das ist hier eben auch so. Ich habe das hier versucht, ein bisschen mit Farben
und dann mit diesem Stapeln hier klar zu machen. Es gibt sicher Klassen für Fehlerbehandlung, für Flusskontrolle, für Lastkontrolle, Traffic Shaping, den Begriff muss ich auch noch irgendwann klären, den will ich jetzt einfach nur hier so hinstellen. Wenn man solche mehreren Klassen hat in so einem Baukasten, dann kommt man zu konfigurierbaren Diensten. Also ja, Dienste, in denen man Funktionen ein- und ausschalten kann. Man hat eine ganze Menge Forschungsarbeit dazu gegeben und ich halte das auch für den eigentlich vernünftigen Ansatz. Beim TCP ist es gerade nicht so und das stört auch zwischendurch immer mal wieder. Überhaupt gibt es auch beim TCP eine ganze Menge Sachen und bei den Internetprotokollen, die einem eigentlich nicht gefallen. Aber ja, die es besser gemacht haben oder besser machen wollten, haben Geld dafür verlangt und deshalb ist es nichts geworden. Wir haben ja im Augenblick auch, beobachten ja auch gerade bei der Qualität der Telefonie einen echten Rückschritt mit der IP-Telefonie und der Mobiltelefonie im Verhältnis zum klassischen leitungsgebundenen ISDN. Aber die Menschen sind das offensichtlich bereit, das in Kauf zu nehmen, dafür, dass ein bisschen Geld gespart wird, dass man das Telefon immer dabei haben kann und sich nicht darum kümmern muss, wo man jetzt anruft, keine Rufnummern angucken muss, sondern einfach immer am Handy anrufen, ist ja egal. Also auch hier muss man sagen, das TCP/IP hat sich unter anderem deshalb durchgesetzt, weil es eben kostenlos ist, weil jeder irgendwo ein Stück Code für TCP und IP runterladen kann und schon geht's los. Und diese Dinge hier, ja, die hatten eben ein Preisschild. Kein Freebie. Na schön, jetzt möchte ich Ihnen, wir machen ja hier ein bisschen Theorie und ich möchte den Dienstebegriff klären. Service, der Begriff Dienst, den habe ich letzte Vorlesungsstunde auch schon erwähnt beim Thema OSI und ich habe gesagt, da muss man auch definieren, was ein Dienst ist. Hier ist jetzt die Definition, die steht in so einem Kasten drin. In der Vorlesung gibt es gar nicht so viele Definitionen, aber die es gibt, die möchte ich Ihnen ans Herz legen. Dienst ist eine Menge von Funktionen, ich lese es deshalb sogar vor. Dienst ist eine Menge von Funktionen, die einem Benutzer, sozusagen oben drüber im OSI-Modell, von einem Erbringer unten zur Verfügung gestellt werden. Eine Menge von Funktionen ist doch zur Verfügung gestellt wird. Gell? Die Menge Singular, oh je. Also hier, das wollen wir vielleicht nochmal korrigieren. Funktionen werden zur Verfügung gestellt, die Menge wird zur Verfügung gestellt. Natürlich sollen diese Funktionen irgendwie dazu dienen, eine Leistung zu erbringen. Auf welche Art das erbracht wird, das bleibt dem Dienst überlassen. Eventuell wollen wir aber schon noch ein paar Parameter dazu haben, die das besser beschreiben. Da sprechen wir aber dann noch später drüber. Und je nachdem, was das für ein Dienst ist, gibt es unterschiedliche Abstraktionen. Zum Beispiel können wir uns einen Dienst überlegen, Dateiübertragung, sowas wie das FTP. Datei rein, Ziel reinstecken und am Ende kriegen wir, hat geklappt oder hat nicht geklappt. Oder Quelle reinstecken und sagen, das will ich jetzt haben und die Datei kommt raus. Das ist schon relativ abstrakt. Datentransport ist jetzt nicht so abstrakt, da gebe ich jemandem so ein Stückchen Daten und sage, es soll dahin und dann wieder ein Stückchen Daten, es soll dahin. Habe ich das hier unterschiedlich geschrieben. Der Unterschied zwischen Datei, ein Element, wenn Sie so wollen, und Daten, viele einzelne Elemente. Oder ich will mit Read und Write schreiben oder lesen. Also so eine Art File-System-Interface. Wie ich eine Datei aus dem Programm raus in eine Datei schreibe und das abhole. Also mit solchen Sachen wie, wir öffnen mal. Wir öffnen die Datei und
Ja, das kann auch im Sinne dieses Datentransportdienstes sein. Wir machen den Socket auf. Ne? Wir machen den Socket auf, wie eine Datei aufmachen. Ich meine, das mit dem Socket, das ist ja so ans Dateimodell angelehnt. Also der Socket Layer, dieser Dienst, mit dem das TCP gerne abstrahiert wird, das ist so ein Dateibenutzungsmodell. Und da schreibt man dann rein oder liest raus. Wie in einem File. Wir können Funktionen haben zur Verbindung, jetzt expliziter, zu Verbindungsaufbau, zu Verbindungsabbau und auch eine Funktion, sowas wie hier, Send PDU, Send Protocol Data Unit oder sowas haben. Und ein Pakettyp und ein Parameter. Das können zur Verfügung stehen. Ja, vielleicht sollte ich auch sagen, Send SDU. Wir schreiben als Parameter, was auch wie wir es haben wollen. Und vorne steht dann das Paket dran, Pointer natürlich, aufs Paket, das irgendwo im Speicher liegt und dann wird es übertragen. Das ist ja hier schon relativ wenig abstrahiert. Aber vielleicht können wir da eben das besser das hier benutzen, wenn wir uns überlegen, dass wir Audio übertragen wollen, dass wir vom Mikrofon gerade holen, dann ist es natürlich praktischer. Wir nehmen immer mal so 1000 Byte von dem Audio und stecken das dann hier in so einen Send Funktion hinein, als dass wir erst das ganze Audio aufsammeln in einer Datei, eine Datei zumachen und dann dem Dienst geben und sagen, jetzt mal übertrag mal. Also ja, dieser Dateiübertragungsansatz ist wahrscheinlich für Telefonie ziemlich ungeeignet und mit sowas könnte man dann Telefonie machen. Also die Abstraktion hängt auch ganz damit zusammen, welche Anforderungen die Anwendung stellt. Diese Dienste, diese Funktionen, die Dienste erbringen, die muss man natürlich im Sinne von einem Programmierinterface auch zugänglich machen. Und das nennt man, angelehnt ans OSI-Modell oder im OSI-Modell, den Service Access Point. Also ein Dienstezugangspunkt da. Da gibt es hier den Dienstenutzer und hier an dieser Schnittstelle, was ich hier rot gemalt habe, da gibt es die Zugangspunkte zum Senden, zum Empfangen oder zum Datei reinstopfen, zum Datei abholen, fürs Read, fürs Write und so weiter. Hier die Dienstezugangspunkte. Und diese Dienstezugangspunkte, das können wir uns vorstellen wie ein Funktionsaufruf, oder wollen wir uns vorstellen wie ein Funktionsaufruf in der Programmiersprache. Da muss man vielleicht manchmal ein bisschen mehr machen, weil das mit dem Funktionsaufruf von einem Prozess in den anderen nicht so einfach klappt. Aber generell wollen wir uns diese Granularität und die Art zuzugreifen so vorstellen wie beim Programmieren. Und dann ist das hier, passt das hier zu dem, was wir aus dem Programmieren gut kennen, nämlich das API mit den Funktionen. Und dann sind diese Service Access Points mit den Funktionen eben sowas wie ein API. Wird auch Diensteschnittstelle genannt hier. Im OSI-Modell gibt es das für jede Schicht. Das X, das, da hätten wir auch ein Sternchen hinmalen können, das steht eben dann für Transport oder Session oder Presentation oder Network. Und dann heißt das hier beim Network NSAP oder beim Transport TSAP. Transport Service Access Point. Nach OSI, und das ist jetzt wieder was man durchaus auch vom OSI-Modell weiterverwenden kann, abgesehen vom Dienstebegriff. So, mal vielleicht noch das Licht hier anmachen. So. Die Diensteprimitive vom OSI, da gibt es also den Request. Und je nachdem, was es für eine Schicht ist, macht er eben dann was. Da kann man auch noch besser untergliedern, welche Requests denn es gibt. Hier unten kommen dann gleich noch ein paar. Das gebe ich hier auf, ich habe das jetzt hier senkrecht gezeichnet. Dieser Strich hier, der entspricht dem hier. Und der auf der anderen Seite entspricht dem hier. Also ich mache einen Request
Auf der anderen Seite beim Empfänger, da gibt es dann eine Indication. Also sagt der Dienst dem Empfänger, du, ich habe da was. Oder sie, ich habe da was für sie. Ein Päckchen, einen Brief. Und ja, man kann dann antworten mit Response und hier die Confirmation geben. Also, das, die Notation, die habe ich eben schon gesagt, ne, ist dann die Schicht in Form von einem Buchstaben und das Objekt und dann, ob es ein Request ist oder eine Response oder Confirmation oder Indication. Also zum Beispiel Transportschicht, Daten, Data Request heißt, schickt mir doch bitte diese Daten. T-Data Request, die Bitte an die Transportschicht, dieses Datenstück abzuschicken. Oder Network Connect Indication, da hätte ich vielleicht einen Punkt hier hin machen sollen. Nicht nur vielleicht, sondern ganz bestimmt. Das heißt, da kommt jetzt eine Verbindung an. End Connect Indication. Diese Notation oder diese, je nach Dienst, wird dann unterschieden zwischen verbindungsorientierten und verbindungslosen Diensten. Wie sinnvoll verbindungslose Dienste sind, da muss man irgendwann nochmal drüber sprechen. Für den Benutzer ist die Art hier, sagen wir mal, verbindungslos, in dem Sinne, als er sich nicht um Verbindungsaufbau und solche Sachen kümmern muss. Oder auf einer höheren Schicht kümmern muss, formulieren wir es mal lieber so. Also die verbindungsorientierten Dienste, da steht dann eben sowas wie ein, je nachdem welche Schicht es ist, Connect Request, dann kriegt man Connect Confirmation, wenn dies aufgebaut worden ist, die Verbindung. Die andere Seite kriegt dann natürlich noch sowas wie Connect Indication. Dann gibt es den Data Request und den Data Confirmation, wenn der Dienst so gebaut ist, dass er einem sagt, es ist erfolgreich übertragen worden, die Daten da, dann gibt es vielleicht den Disconnect Request und den Disconnect Confirmation. Bei verbindungslosen Diensten, da heißt es nicht Data, sondern Unit Data, hier ist ein Stück Daten. Und dann ja, hier jeweils die Schicht, Unit Data Request heißt, wir wollen es abschicken von dieser Zieladresse an diese Zieladresse von der Quelladresse, die Daten und eventuell noch ein paar Indikatoren, Parameter, Attribute vornehmen, formuliert, welche Dienstegüte man denn haben will. Über Dienstegüte, da wollen wir gleich noch sprechen, da gibt es auch noch eine Definition. Und hier auf der anderen Seite kommt natürlich die Indication an und da steht dann auch wieder, von wem es ist, an wen es ist und der Rest. Also mit welcher Dienstegüte es übertragen wurde und die Daten, die wir ja haben wollen. Beim Verbindungslosen war es das auch schon. Bei den Verbindungsorientierten ist das hier nur eine Auswahl, da hat es in der Regel noch mehr. Ah, was hier auch fehlt, sind die Indications und so weiter. Jetzt möchte ich ein bisschen was über Dienstegüte sprechen. Dienstegüte, Englisch Quality of Service, manche Leute sagen auch einfach nur QoS. Da fallen einem intuitiv, und Intuition muss nicht immer richtig sein, da fallen einem intuitiv so Begriffe ein wie Geschwindigkeit. In bunten Prospekten steht auch Bandbreite. Da schüttelt es mich eigentlich immer, denn eigentlich ist Bandbreite sauber definiert. Bandbreite ist die Differenz zwischen oberer und unterer Grenzfrequenz von einem Kanal. Das ist ein Begriff aus der Funktechnik. Fertig. Und wenn mir irgendwelche Vertreter von Internetprovidern was über Bandbreite von DSL-Anschlüssen verzapfen, dann muss ich immer mit der Stirn runzeln. Eigentlich, wenn jemand den Begriff Bandbreite benutzt, dann
dann sagen wir mal, da benutzt er wenigstens, dann kennt er sich eigentlich nicht richtig aus. Formulieren wir es so, freundlich und vornehm. Irgendwo in der Vorlesung steht übrigens der Begriff auch einmal falsch. Aber das gibt mir natürlich nur die Gelegenheit, nochmal einen nachzulegen mit meinem Spruch. Warum ich den Ausdruck Bandbreite schlecht finde. Also, wer Bandbreite benutzt, der macht schon einen Fehler. Naja, Fehler ist auch so ein Begriff, der einem da unmittelbar einfällt, intuitiv einfällt. Wir werden übrigens für das, was wir da meinen mit Bandbreite, mit Geschwindigkeit, da müssen wir noch einen Ersatzparameter entwickeln, der das, was wir wollen, was wir meinen, vernünftig beschreibt. Also das ist die Fehler auch so intuitiv, eigentlich meinen wir wohl Fehlerwahrscheinlichkeit. Ne? Mit welcher Wahrscheinlichkeit so ein Bit, das wir da übertragen, denn umkippt. Bei der Funkschnittstelle vom GSM, da sind es zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit so von ungefähr 1 zu 1000, dass ein Bit kaputt geht. Im Mittel. Oder im Internet so ein IP-Paket verloren geht, das ist ja auch ein Fehler. 1 zu 10, 1 zu 100 oder so ähnlich. Kommt doch natürlich darauf an, wie die Lastsituation ist. Heutzutage ist es wohl auch besser. Oder die Wahrscheinlichkeit, dass ein Verbindungsaufbau klappt. Sie greifen zu Ihrem Telefon, tippen eine Nummer ein und dann kommt irgendwie so ein Signal, Teilnehmer vorübergehend nicht erreichbar oder Netzwerk überlastet oder so. Also es ist eine Verbindung, klappt das, so ein Verbindungsaufbau klappt, das muss ja nicht sein, da gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es klappt. Im Festnetz, im ISDN klappt es heutzutage fast immer. Das war auch mal anders. Aber diese Wahrscheinlichkeit, dass ein Verbindungsaufbau funktioniert, das ist auch ein Dienstgütemerkmal von diesem Dienst Telefonie, Mobiltelefonie eventuell. Die Anbieter von solchen Diensten, die versprechen bestimmte Diensteeigenschaften. Was das Versprechen wert ist, darüber muss man auch noch diskutieren. Ist das was man sich verlassen kann, einklagbar in Anführungszeichen? Oder ist das nur so, oh, wir versuchen das mal und wenn es klappt, ist ja gut und wenn nicht, tut es uns furchtbar leid. Aber das furchtbar lässt sich auch schlecht quantifizieren. Ne? Aber natürlich hat es Auswirkungen. So ein Dienst, ein Nutzer erwartet einfach bestimmte Eigenschaften und wenn man ein Mobiltelefon hat und 9 von 10 Verbindungsaufbau versuchen klappen nicht, dann schmeißt man es wahrscheinlich in die Ecke und sucht sich einen anderen Provider. Also der Benutzer erwartet an der Benutzungsschnittstelle eine gewisse Dienstegüte und dann akzeptiert er den Dienst oder auch nicht. Auf der anderen Seite, der Provider, der möchte natürlich einen möglichst dotterigen Dienst, möglichst schlechten Dienst anbieten und es geht eben doch noch gerade so, weil er vielleicht Geld spart, weil er Ressourcen spart. Diese Anforderungen, die sich in Akzeptanz dann manifestieren, wenn sie eingehalten werden, die Anforderungen, die werden wesentlich durch die Medienströme bestimmt, die wir da übertragen wollen. Video, Bilder, Audio, Chatbuchstaben und durch die Interaktivität. Und das mit der Interaktivität, das müssen wir gleich auch noch quantifizieren, als Parameter identifizieren, das hat irgendwie was mit der Geschwindigkeit zu tun, aber eben nicht nur. Jetzt definieren wir mal wieder. Die Dienstegüte ist eine Menge quantitativer Kenngrößen, quantitativ, ne? 42, 100, 1 Million und so weiter, die Eigenschaften eines Dienstes beschreibt. Also hier der Begriff, den wir definieren wollen, Menge quantitativer Kenngrößen, die Eigenschaften beschreibt. Na, der Begriff des Dienst taucht hier rechts auch wieder auf, aber nur um den Bezug herzustellen. Rechts auf der Definition.
Wir haben also von der Dienst, den wir benutzen, der verspricht uns eine gewisse Dienstgüte, also eine Menge von diesen quantitativen Kenngrößen, Wahrscheinlichkeiten oder sonst was. Bei Fehler, bei Verbindungsaufbau und so weiter. Wie wir das hier beschreiben, müssen wir gleich noch drüber sprechen. Und das kann jetzt dann erbracht werden oder auch nicht. Und dieses auch nicht, das manifestiert sich dann zum Beispiel am Programmabsturz. Wenn beim Falltransfer ein Bit falsch angekommen ist, dann startet man das an und es geht nicht. Oder beim Unzip kommt raus, oh, prüfst du mir falsch, das war's dann. Also Programmabsturz bei manchen Sachen. Oder es kann auch rauschen. Beim Telefonieren, ein Bitfehler manifestiert sich beim Telefonieren durch Rauschen. Und wenn man ein Programm überträgt, Download macht von einem Programm, dann durch Abstürzen vielleicht. Knack und Krachen beim Telefonieren durch Paketverlust. Wenn man ein FTP macht, dann merkt man meistens den Paketverlust und dann wird es nochmal angestartet oder sowas. Die Bildrate hat was mit dem Durchsatz, das ist jetzt übrigens schon ein ganz anderer Begriff als Geschwindigkeit und Bandbreite, ist aber naja, das, was man da intuitiv meint, wir kommen gleich noch hin. Durchsatz hat was mit, beeinflusst die Bildrate oder man möchte eine gewisse Bildrate erzielen, dazu braucht man einen bestimmten Durchsatz. Wir möchten, dass es nicht ruckelt, dann muss der Jitter, sprechen wir gleich drüber, klein sein. Wir möchten, dass es nicht knackt, nicht kracht, wir dürfen keinen Paketverlust haben. Wir möchten, dass das Programm nicht abstürzt, wir müssen Bitfehler identifizieren und korrigieren. Vielleicht sind wir aber auch damit einverstanden, dass es ein bisschen rauscht beim Telefonieren, dann nehmen wir eine Menge an Bit, eine bestimmte Bitfehlerwahrscheinlichkeit in Kauf. Ja, beim Telefonieren sagen wir mal 10 hoch minus 3 Bitfehler oder sowas ähnliches, 10 hoch minus 2 Bitfehler, dann rauscht es halt ein bisschen. Okay, können wir mitleben. Da brauchen wir nicht, fürs Telefonieren brauchen wir wahrscheinlich nicht so eine Bitfehlerwahrscheinlichkeit von 10 hoch minus 20 oder so ähnlich. Also nee. Ich möchte jetzt die Dienstegüteparameter, also die quantitativen Kenngrößen, ein bisschen einteilen, einsortieren. Und da müssen wir wieder anfangen mit diesem, ja, wir teilen erstmal einen in die Verkehrscharakteristik als ersten Untermenge. Und da kommen wir wieder vorbei bei diesen Bandbreite, Bitrate, Übertragungsgeschwindigkeit und so weiter. Aber ist das überhaupt sinnvoll? Also ich meine, Bandbreite sicher nicht. Das verwenden wir für die Differenz von der oberen und Grenzfrequenz unseres Bandes. Das ist erledigt. Das mit der Bitrate, Geschwindigkeit passt auch irgendwie so eigentlich nicht gut, oder? Wie ist denn die Geschwindigkeit? Wie schnell werden die Bits in so einem Stück Kupferkabel übertragen? Wer weiß es? Technische Informatik. Ungefähr 220.000 Kilometer pro Sekunde. So ist es eben. Und das kann man auch nicht schneller machen. Also, mehr als 300.000 Kilometer pro Sekunde wird schwierig. Formulieren wir es so. Da ist dann plötzlich die Physik im Weg. Der Alan Kay hat mal gesagt, man kann in der Informatik ganz erstaunliche Sachen machen, wenn man nicht allzu viele Naturgesetze auf einmal verletzt. Bei der Sache mit der Geschwindigkeit, mehr als 300.000 wird es schon nicht werden, Kilometer pro Sekunde. Außer wir haben noch eine ganz tolle neue Idee, so mit Warpen und so einem Krempel, aber Zeitlöcher ist es eben vielleicht doch ein bisschen schwierig. Also an der Geschwindigkeit können wir gar nicht so viel machen, auf jeden Fall nicht sowas wie 6 Megabit und 16 Megabit, da passt der Ausdruck Geschwindigkeit einfach furchtbar schlecht. Wir meinen auch was anderes. Und das mit der Bitrate ist auch sowas, wie wollen wir eigentlich die Bitrate
da muss man ja dann wieder mitteln. Ne? Und dann muss man uns ein paar Sekunden daneben stellen mit der Stoppuhr in der Hand oder mit dem Zähler in der Hand und jedes Mal, wenn ein Bit vorbeikommt, einmal drücken. Oder wenn ein Paket vorbeikommt und diese Bitrate, diese Rate, die wir da haben, die kann auch mal schwanken. Das heißt, wir müssen ja nicht ständig daneben sitzen, immer so ein paar Sekunden zählen und dann sagen wir, es ist jetzt zu hoch, es ist jetzt zu wenig, zu niedrig. Das ist eigentlich auch gar nicht so richtig und vernünftig und gut. Dann kommt noch dazu, dass ja, die Übertragung gar nicht mehr immer bitseriell ist. Also Bitrate passt sowieso nicht, dann sind wir bei irgendwelchen Sachen wie Byte-Rate oder Wortrate. Da muss man die mit 16 multiplizieren oder alles irgendwie schwierig. Vielleicht müssen wir uns von sowas wie der Bitrate verabschieden, insbesondere deshalb, weil das gerade das Internet, was wir jetzt benutzen, so gern benutzen, weil das nicht mal byte-seriell ist oder 8-byte-seriell ist, sondern weil wir diesen Begriff Pakete haben. Und das Eigentliche, was das Internet belastet, ist auch nicht, wie groß die Pakete sind. Dem Router im Internet ist das na, nicht völlig egal, aber bezüglich seiner Leistung ziemlich egal, ob das Paket 50 Byte Nutzlast hat oder 1500 Byte Nutzlast hat. Er hat nämlich dieselbe Arbeit. Er muss da so ein Paket nehmen, in die Hand nehmen und an irgendeinem Ausgang rauslassen. Und dieses Arbeit des Vermittelns, über die wir ja natürlich auch noch sprechen werden, im November oder im Oktober, diese Art des Vermittelns, da sind die Kosten, Paket anfassen und weniger Paket heben. Also es ist nicht so wichtig, wie schwer das Ding ist. Es ist wie bei der richtigen Post. Ne? Sie zahlen halt diese 5,90 Euro, ob da nun 200 Gramm drin sind oder 2 Kilo oder 5 Kilo. Ja, für ganz leichte Pakete ist es ein bisschen billiger. Und für ganz schwere ein bisschen teurer. Das kommt daher, weil unsere Router eben so sind, wie sie sind. Und die Puffer, allenfalls in der Puffergröße bekommen wir, hat es einen Einfluss, ob das Paket 50 oder 1500 Byte groß ist. Es stellt sich auch die Frage, wie viel muss denn der Dienst unten drunter übertragen, um ein Paket übertragen zu können. Sie geben 50 Byte an den TCP und bis das dann unten auf der Leitung rausgeht, sind 150 Byte. Oder 120 Byte oder was ähnliches. Weil noch ein IP-Header davor muss, also erstmal ein TCP-Header muss davor, dann ein IP-Header muss davor, dann kommt der Ethernet-Header und dann haben wir für dieses Paket so viel Ethernet-Fremdes abgeschickt, der abgeschickt wird. So für die Bits. Also ist das mit der Bitrate sowieso insgesamt nicht so schlau, weil eben noch Overhead dazu gehört und minimale Paketgröße und so weiter und so weiter. Wir haben ja auch gesagt, dass es eine minimale Paketgröße beim Ethernet geben muss. Wie viel war das? 464 Bit, glaube ich. Ja, jetzt definieren wir mal was Vernünftiges. Und die Definition, die habe ich, ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern die habe ich das erste Mal von André Dantin gehört. Durchsatz, Throughput, ist das Verhältnis der Größe einer Service Data Unit zu der Zeit, bis die nächste SDU Service Data Unit übertragen werden muss, / kann. Es gibt übrigens Dienste, bei denen muss man. Wenn Sie sich das ISDN anschauen, bei der Telefonie, da müssen Sie alle 125 Mikrosekunden ein Byte reinstopfen. Also Sie können nicht nur, dann müssen Sie auch, wenn Sie so eine Verbindung haben. Wenn wir ein Ethernet-Paket anschauen und wir können alle Hundertstel Sekunde so ein Ethernet-Paket übertragen, dann könnten wir das umrechnen auf 1,2 Megabit. Aber eigentlich ist das gar nicht so dringend. Was uns viel mehr interessiert ist, wir können alle
alle 10 Millisekunden, wenn man das hier so als Durchsatz annimmt, alle 10 Millisekunden können wir 1500 Byte dem Dienst übergeben. Übrigens ist das auch eine Dienstgüte, die man ganz einfach überprüfen kann. Wir schicken so eine Service Data Unit ab, die 1500 Byte, und dann warten wir, bis wir die Nachricht kriegen, dass wir die nächste übertragen können. Und dann kennen wir unseren Durchsatz. Dann können wir den Durchsatz berechnen. Und tatsächlich wird der Durchsatz, wenn wir das dann umrechnen auf Megabit, bei 1500 Byte anders sein als bei 100 Byte großen Paketen, weil ja noch der Overhead und so weiter dazu kommt, den wir gar nicht so einschätzen können, wie der Dienst es eben so überträgt. Also diese Art, diese Definition hilft uns auch, dass wir die Messung viel feingranularer hinkriegen, weil wir eben nicht ein paar Sekunden neben der Leitung stehen müssen und mitzählen müssen, sondern wir einfach nur gucken, wie viel Zeit braucht es denn, bis wir wieder was abgeben können, bis uns der Dienst sagt, so, jetzt haben wir wieder Platz für 9 Kilobyte oder sowas. Das ist also eigentlich eine vernünftige Definition, die einen Wissenschaftler auch befriedigen kann. Ja, es ist vielleicht nicht das, was man in eine Anzeige reinschreiben kann, wenn man möglichst vielen Kunden irgendein DSL oder sowas andrehen will. Weil man ja was erklären müsste. Generell muss man sagen, diese Sachen mit den statistischen Angaben, die sind natürlich deshalb problematisch, weil man ja eigentlich erstmal eine Zeit lang warten muss, wenn man sagt pro Sekunde, Bits pro Sekunde. Dann muss man eine Zeit lang warten, ein anständiges Mittel bilden und dann kann man sagen, ich habe so und so viel Bit pro Sekunde. Hier mit unserer Durchsatzdefinition können wir jedes Mal, wenn wir eine SDU abgeschickt haben, haben wir einen Wert, wie lange wir warten mussten, bis wir die abschicken können. Und dann nehmen wir mal 20 oder so zusammen und dann haben wir eine vernünftige Idee, wie unser Durchsatz ist. Also wir kommen eigentlich viel schneller zu einer aussagekräftigen Messwert. Man kann das übrigens auch mit solchen Sachen wie dem Leaky Bucket, über den wir noch kurz sprechen werden später, vernünftig modellieren, um solche Vereinbarungen zu treffen, wie hoch denn der Durchsatz ist. Das nächste, was ich erwähnen möchte, ein wichtiger Dienstegüteparameter, zumindest für viele Dienste wichtiger Dienstegüteparameter, ist die Transitverzögerung, die Durchlaufverzögerung, das Delay. Die hat übrigens mehr mit der Lichtgeschwindigkeit zu tun, als das, oder der Übertragungsgeschwindigkeit zu tun, als das hier, als der Durchsatz. Der Durchsatz hat eigentlich erstmal gar nichts mit dem Transit Delay zu tun, mit der Geschwindigkeit, mit der übertragen wird, zu tun. Wenn ich Magnetbänder verschicke, mit der Post kann ich einen ganz hohen Durchsatz haben, oder DVDs, mit der Post verschicke, kann ich einen ganz hohen Durchsatz haben. Ich brenne 100 DVDs oder 1000 DVDs, stecke sie in eine Kiste rein und schicke die mit dem Kurier zu Ihnen, dann sind sie vielleicht ein, zwei Stunden später da. 1000 DVDs kriegen sie auch auf einer guten Internetleitung gar nicht so schnell übertragen. Dauert vielleicht länger als die Stunde. Also, der Durchsatz hat gar nicht so viel mit Geschwindigkeit zu tun, er hat eher mit Menge zu tun. Mit Geschwindigkeit hat das Transit Delay zu tun. Die Zeit, die so eine SDU braucht, um das Netz und all die anderen Instanzen, die dazwischen sind, Protokolle und sonstiges, zu durchlaufen. Die Zeit von Abgeben hier bis Ankommen am Ziel. Die Paketlaufzeit. Abends um 6 bei der Post vorbeigebracht, morgens bis 10 Uhr ausgeliefert oder bis 12 Uhr oder sowas. Das ist hier gemeint mit Transit Delay. Naja,
die Untergrenze für das Transit Delay, die ist einfach ausgerechnet, nämlich die Distanz durchs Netzwerk, die Kabellänge, dividiert durch die Übertragungsgeschwindigkeit, Lichtgeschwindigkeit oder so, Ausbreitungsgeschwindigkeit. Das ist die Untergrenze. Dazwischen gibt es aber vielleicht auch noch irgendwelche Puffer und sonstiges, Protokolle, die das Zeug aufheben und erst später weitergeben. Da gehört auch das Paketisierungsdelay dazu, was die Internettelefonie etwas unschön macht natürlich auch, dass wir erstmal das Audio aufsammeln müssen, bis wir ein Paket fertig haben. Und dann können wir erst abschicken. Aber die Sachen liegen im Router dann auch noch rum. Und es kommt also zu der reinen Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium auch noch das Verweilen in irgendwelchen Routern dazu, in den Vermittlungsknoten. Und wenn wir dann darüber sprechen, wie so ein Router funktioniert, dann sehen Sie auch, warum da eben verweilt wird, warum man da verweilen muss. Das ist das Arbeitsprinzip von solchen Paketvermittlungen. Und dann gibt es noch die Protokolle, die das Zeug in irgendwelchen Puffern zwischenlagern, und so weiter und so weiter. Also das Delay, das haben wir jetzt auch. Und dann gibt es auch noch die Schwankungen vom Delay. Schwankungen von dieser Durchlaufzeit. Delay Jitter auf Englisch. Ja, irgendwie ist der Ausdruck, wird auch manchmal einfach nur Jitter gesagt. Manchmal braucht ein Paket 20 Millisekunden. Manchmal braucht es 22 Millisekunden, manchmal braucht es nur 19. Und das kann sich ganz dynamisch ändern, je nachdem, wie voll es in den Routern ist. Oder auch, das haben Sie sicher auch schon erlebt, wenn man einen dicken Download laufen lässt von irgendeiner Spiele-Demo oder sowas, oder die nächste Linux-Distribution runterholt vom Server. Dann wird das Websurfen etwas ungemütlich. Ne? Aber zwischendurch ist es auch mal wieder ein bisschen mehr und dann wieder ein bisschen weniger. Diese Schwanken von der Verzögerung, das kann man da auch erleben. Delay Jitter. Das hat was mit Puffereffekten zu tun. Mit Anstehen an der Leitung, aber na, das ist ja irgendwie so verbunden. Deshalb hat es ja gerade den Puffer, damit man anstehen kann. Kann man übrigens auch in der Kasse im Supermarkt beobachten. Man steht in der Schlange und manchmal geht die Schlange schneller voran und manchmal weniger schneller. Das kommt darauf an, wie ewig der braucht beim Bezahlen der vor einem und so weiter. Also ja, Delay, Jitter sind eigentlich eng zusammen und das kann man eben auch so formulieren. Der Erwartungswert von der Transitzeit, das ist der Delay, der Mittelwert von der Transitzeit, und die Schwankungen, das ist der Delay Jitter. Man kann es aber nochmal anders sehen, indem man eine minimale und maximale Verzögerung, minimale und maximale Transitverzögerung angibt als Dienstegüteparameter, und dann steckt der Jitter da implizit mit drin. Das Schwanken. Übrigens, das Schwanken, die Verzögerungsschwankung, die stört einen schon, wenn man einen Echtzeitdienst implementiert, wenn man Telefonie zum Beispiel implementiert. Oder wenn man eine Videokonferenz programmiert. Dann hat man genau das, dass beim Audio, was spielt man denn ab? Oder wann spielt man es ab? Sagen wir mal, wir bekommen unser erstes Päckchen mit dem Audio wir bekommen das geliefert als Gerät. Wie viel Delay das hatte, das wissen wir so gar nicht so genau. Und wir spielen die ersten 1000 Byte ab. 1000 Byte sind 1000 Samples, sagen wir mal, wir haben 8000 Samples pro Sekunde. Dann braucht man nach 125 Millisekunden das nächste Paket mit 1000 Byte. Und was ist, wenn es nicht da ist? Was spielen wir dann? Also müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Wir müssen uns den Jitter anschauen, wie groß der maximal sein kann, und um diesen Betrag müssen wir puffern. Das heißt, wir können nicht, wenn wir 1000 Byte kriegen, die sofort abspielen, sondern wir müssen die vielleicht sogar nochmal 10, 20 Millisekunden zwischenlagern am Anfang, bevor wir die abspielen können,
damit wir sicher sind, dass wenn wir das verbraucht haben, die 1000 Byte Audio, dass wir dann schon das nächste Paket bereit haben und abspielen können. Also wir brauchen ein bisschen so einen Zwischenpuffer, ein paar Millisekunden, und zwar genauso viele Millisekunden wie die maximale Verzögerung, von der Differenz von minimaler und maximaler Verzögerung. Das erste kann ja minimal verzögert gewesen sein. Genau das brauchen wir an Zusatzpuffer, bevor wir abspielen können. Trägt natürlich zu dieser Umlaufverzögerung der Telefonie bei. Übrigens auch die Anzahl der SDUs pro Zeiteinheit schwankt natürlich. Die, die wir senden wollen, schwankt. Je nachdem, ob wir Kompression haben, je nachdem, wenn wir eine Datei übertragen, ob der Sender mal wieder auf die Festplatte warten muss. Der Sender will eine Datei übertragen, sagt zur Festplatte, liefere mir mal die ersten, ja, den ersten 1000 Byte von der, oder die ersten 1500 Byte von der Festplatte. Das dauert eine Weile. Und dann sagt der Sender, jetzt will ich die nächsten 1500 Byte, und das geht ganz schnell, weil die Festplatte das Filesystem gecached hat und solche Sachen wie Prefetch und solche Dinge macht. Aber irgendwann mal ist das, was da vorgecached war, von der Datei aufgebraucht, und dann dauert es wieder relativ lang. Und das führt gerade bei einer Dateiübertragung zu solchen Bursts. Der Sender, der liest die Festplatte so schnell wie er kann, aber am Anfang braucht es eine gewisse Verzögerung, dann kommen mal ein paar Sektoren, dann muss wieder positioniert werden, dann kommen wieder ein paar Sektoren, wieder positioniert werden, kommen wieder ein paar Sektoren. Das führt zu solchen Bursts. Das Kommunikationssystem mag die Bursts aber genau nicht. Das Kommunikationssystem, dem ist es viel lieber, wenn die Sachen so in gleichmäßigen, schönen Abständen kommen. Bursts sind schlecht für die Kommunikation, aber es ist ja das, was die Festplatte kann. Jetzt kann man gucken, dass das File-Transfer-Protokoll das irgendwie ausgleicht oder sonst irgendjemand ausgleicht. Auch bei der Kompression passiert übrigens solche Bursts, bei der Videokompression gerade. Manchmal funktioniert die Kompression besser, weil sich nicht viel im Bild tut, und manchmal, wenn sich das Bild schnell radikal ändert, Schnitt, oder wenn einfach eine Action-Szene ist im Film, da geht die Datenrate, das, was man braucht, die Anzahl SDUs pro Zeiteinheit, die man übertragen möchte, geht da hoch, weil es schlechter komprimiert wird oder die Kompressionsrate sinkt. Als nächstes möchte ich ein wenig über die Zuverlässigkeit sprechen. Und da müssen wir uns mal erst mal angucken, was wir für Fehlerarten kennen, wenn wir über Zuverlässigkeit sprechen. Und das eine, das sind sicher Bitfehler. Bitfehler, die gerade durch Umwelteinflüsse auf Leitungen oder auf dem Funkkanal stattfinden. Da fährt ein schlecht funkgestörtes Auto hier am Gebäude vorbei, oder ein Blitz geht da draußen runter oder irgendwo an der Leitung runter, wo unser Signal langläuft. Das Signal geht, wird ein paar hundert Kilometer übertragen, irgendwo zwischen hier und Hamburg auf dem Weg gibt es halt ein Gewitter, das wissen wir gar nicht, und dann stehen Bitfehler durch die elektromagnetischen Einstrahlungen da. Da kann mal ein Bit umkippen, vielleicht kippen übrigens aber auch viele Bits hintereinander um. Das ist, das wissen wir nicht vorher natürlich, wir wissen noch nicht, welche Bits es sind, es sind einfach irgendwelche da drin. Einzelne Bitfehler, die passieren gerne durch so thermisches Rauschen oder sowas. Solche Bitfehler passieren gerne mal durch schlechte Funkentstörung von irgendwas oder ein Blitz oder auch irgendeine eine Einschaltspitze. Ne? In dem Augenblick, wo ich einen starken Verbraucher einschalte, der elektrische Zusatzheizkörper oder der Backofen sind solche Kandidaten, gibt es Einschaltspitzen. Und dann hat man auch gerade mal wieder eine Burst-Störung. In der Regel eine Burst-Störung. Bitfehler einzeln oder ein Burst ist die eine Sorte von Fehler, mit denen wir umgehen können. Und da muss man auch überlegen, was man da macht. Und wir haben in der technischen Informatik
über Viterbi-Algorithmus und sowas gesprochen, Redundanz hinzufügen, die können mit sowas umgehen. Und dann gibt es den Paketverlust. Der Paketverlust, der kann zwei Gründe haben. Grund Nummer eins, wir haben einen Bitfehler und die Prüfsumme sagt, da ist irgendwo in unserem Frame ein Bitfehler. Was machen wir eigentlich mit so einem Frame, in dem irgendwo ein Fehler ist? Genau. Wir wissen nämlich nicht genau, was gestört ist. Ja, wir wissen noch nicht mal, ob das Paket wirklich für uns war, wenn es ein Ethernet-Paket ist. Der Fehler kann ja auch in der Adresse gewesen sein. Und dann habe ich es gekriegt statt mein Nachbar. Also, in der Regel wird man, der vorsichtige Programmierer, verwirft Pakete, in denen die Prüfsumme falsch ist. Ein Grund, warum wir ein Paket verlieren können, und der andere Grund, der ist auch, ja, der Puffer läuft wirklich über. Schauen wir uns mal diese Szene hier an. Dieses Paket wird gerade reingeschoben in den Puffer. Das ist schon rausgeholt und das wird so langsam rausgeschoben aus dem Puffer. Aber das ist noch nicht ganz raus. Der Platz hier ist noch nicht frei, wenn das nächste ankommt. Und dann muss dieses Paket hier verworfen werden. So leid uns das tut. Ein Router hat eben nur, so eine Paketvermittlung hat eben nur endlich viel Platz. Endlich viel Speicher. Und wenn der voll ist, weil es nicht schnell genug abtransportiert werden kann, dann müssen wir ein Paket verwerfen. Und damit muss man umgehen. Die Fehlerwahrscheinlichkeit, naja, wir können die Bitfehlerwahrscheinlichkeit nehmen. Die Bitfehlerwahrscheinlichkeit, die kommt aus dem Signal-Rausch-Verhältnis heraus. Also P, Fehler, Bit. Wahrscheinlichkeit von einem Bitfehler. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine ganze PDU fehlt, das ist die Wahrscheinlichkeit von so einem Bitfehler mal die Länge der PDU. Und wenn Sie hier einsetzen 10 hoch minus 3, wenn wir den Funkkanal anschauen und dann einen Mobilfunkkanal anschauen und uns dann überlegen, wie groß sind denn die Einheiten, die wir übertragen, dann ja, die Länge geht eben hier als Faktor ein. Je länger so ein Paket ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Paketfehler haben. Und dann kommt noch die Wahrscheinlichkeit von einem Pufferüberlauf dazu. Hier unten Wahrscheinlichkeit, dass ein Paketverlust haben, das ist die Bitfehlerwahrscheinlichkeit mal die Länge von einem Paket plus die Wahrscheinlichkeit, dass es einen Pufferüberlauf gibt. Wahrscheinlichkeiten ist die richtige Art, Fehler zu messen. Die falsche Art ist, sich hinzustellen, lange mitzuzählen und die Anzahl Fehler zu ermitteln. Die richtige Art ist die Wahrscheinlichkeit. Natürlich kann man mitzählen und zum Überprüfen, ob das denn stimmt. Aber als erstes Mal fordere ich vom Dienst, wenn ich Dienstzugüter haben will, fordere ich vom Dienst eine gewisse Wahrscheinlichkeit an und dann muss der Dienst aufgrund von Erfahrungswerten, aber auch mit Reservierung sicherstellen, dass ich diese Wahrscheinlichkeit bekommen kann. Er kann mir sagen, tut uns leid, das Signal-Rausch-Verhältnis haben wir nicht. Er kann aber auch genügend Puffer bereitstellen, reservieren für uns, sodass keine Pakete verloren gehen. Ja, das mit dem Pakete verloren gehen, das kann man nämlich vermeiden, wenn man Platz im Puffer reserviert. Das kostet allerdings das Reservieren. Ne? Weil ja Kapazität bereitgehalten werden muss. Ob wir jetzt nun ein Paket schicken oder nicht, die Kapazität, der Platz im Puffer, der muss reserviert werden. Wenn wir garantierte Dienstzugüter haben wollen. Über die Semantik der Dienstzugüter wollen wir auch gleich noch sprechen. Ich möchte aber zunächst noch kurz was erzählen über Fehlererkennung. Wir brauchen irgendwelche Dienstmechanismen implementieren, um Fehler zu erkennen.
Es gibt den Paketverlust als einen Fehler, den haben wir eben schon identifiziert. Dann kann auch das Gegenteil passieren, die Duplizierung, dass das Paket zweimal ankommt. Wie das entstehen kann, das sehen wir dann später nochmal bei konkreten Implementierungen. Oder die Daten können gestört werden, Bitfehler und so weiter. Was übrigens auch passieren kann, ist natürlich, dass die Pakete nicht in der richtigen Reihenfolge eintreffen. Es wird abgeschickt in der Reihenfolge erstes Paket, zweites Paket, drittes Paket, viertes Paket, aber es kommt an in der Reihenfolge zweites Paket, erstes Paket, drittes Paket, viertes Paket. Vielleicht sind die ersten beiden umgedreht. Und dann muss es der Dienst im Empfänger, wenn er das zusichert, dass die Sequenz erhalten bleibt, dann muss er das umsortieren. Zur Fehlererkennung brauchen wir A, Prüfsummen. Naja, der Ausdruck Prüfsumme ist ein bisschen schlampig. Wir müssen mit irgendeiner mathematischen Abbildung des gesamten Paketes auf irgendetwas Kurzes, ein paar Bytes, einen Wert errechnen, sodass möglichst viele Fehler gefunden werden. Cyclic Redundancy Check ist da das Mittel der Wahl, die CRCs. Und außerdem, neben diesen Prüfsummen oder sagen wir mal Prüfwerten, die der Sender berechnet und anhand der Empfänger überprüft, brauchen wir auch noch Sequenznummern. Die Sequenznummern brauchen wir, um Paketverluste zu identifizieren, Duplizierungen zu identifizieren und die Sequenz wiederherzustellen. Das ist also ein Stück Overhead, das der Dienst hinzufügen muss. Die Paketnummern, die Sequenznummern. Und anhand der Sequenznummern kann der Dienst dann, falls er das möchte oder falls er das soll, falls wir diese Dienstegüte angefordert haben, dann die Sequenz auch wiederherstellen, korrigieren, Fehlerkorrektur durchführen. Über die Fehlerkorrektur sprechen wir dann natürlich nochmal. Hier unten schon mal nur so zum Warmlaufen etwas, aber das kommt dann später noch intensiver. Die Zuverlässigkeitsinformation für die Bits, die kann übrigens auch vom Kanaldecoder kommen. Und das ist eine ganz interessante Variante, die ist zum ersten Mal GSM dann vernünftig oder richtig ausprobiert worden. Das ist dieser Soft Output Viterbi. Wir haben doch über den Viterbi-Algorithmus gesprochen. Dass das so eine Maximum Likelihood Decoder ist. Der sagt uns aber eben auch, mit welcher Wahrscheinlichkeit er sich da entschieden hat, dass dieses Bit eine 1 ist oder eine 0 ist. Wenn dieser Pfad, den er da ausgewählt hat, das Gewicht 0 hatte, kein Fehler, dann sagt er uns, bin ich mir sicher, wenn der Pfad, den er ausgewählt hat, aber sagen wir mal, als Attribut 2 oder so ähnlich hatte, dann sagt er, na, es wird wohl eine 1 gewesen sein, die da übertragen worden ist, aber ich bin mir eben nicht ganz sicher. Das kann man quantifizieren. Und das ist dieser Soft Output Viterbi. Wir geben eine Wahrscheinlichkeit an, mit der es eine 0 war und mit der es eine 1 war. Und der Mediendecoder, die höheren Schichten, können sich dann überlegen, ob das stimmt oder nicht. Wir können zum Beispiel, wenn wir den CRC nachrechnen, die Prüfsumme nachrechnen, darauf kommen, dass die falsch war, können wir uns das Bit mit der geringsten Wahrscheinlichkeit nehmen, umdrehen und dann nochmal die Prüfsumme drüber laufen lassen. Vielleicht stimmt es ja dann. Also da kann man schon mit umgehen, wenn man das richtig macht. Und bei dem GSM-Quelldecoder, da sind tatsächlich solche Sachen werden tatsächlich solche Sachen eingesetzt, der Soft Output Viterbi. Also die eine Version ist, dass man Vorwärtsfehlerkorrektur macht, also die entsprechenden Codes, auf die man also Faltungscodes oder sowas, auf die man so ein oder Blockcodes, auf die man so ein Viterbi loslassen kann, beziehungsweise irgendeinen anderen Fehlerkorrekturalgorithmus dann benutzen kann. Und das zweite ist die Retransmission zur Fehlerbehebung. Die Retransmission, die wenden wir im Internet gerne an
für fehlende Pakete. Also ein Paket ist verloren gegangen, der Dienst merkt es anhand der anhand der Sequenznummer, und dann bestätigt er das Paket dem, der sendet, nicht, und weil der Sender keine Bestätigung kriegt, denkt er sich, der Empfänger hat das Paket nicht erhalten, also schicke ich es nochmal. Solange, bis ich eine Bestätigung für dieses Paket bekomme. Also, Bestätigung automatisch vom Empfänger. Positive Bestätigung ist übrigens das, was man sinnvollerweise macht. Negative Bestätigung ist eigentlich keine gute Idee. Oder auf Anfrage vom Sender bestätigen lassen. Das werden wir auch nochmal dann bei den entsprechenden Protokollen besichtigen und diskutieren. Diese Retransmission, da gibt es zwei Arten, da werden wir auch noch drüber sprechen. Entweder alles ab dem Fehler nochmal senden oder nur selective, das was nicht bestätigt worden ist, nochmal senden. Natürlich, wenn man solche positiven Bestätigungen hat, also wenn der Sender wartet, bis es vom Empfänger bestätigt worden ist, das was er da geschickt hat, und es kommt keine Bestätigung, dann braucht es irgendwann mal ein Timeout, nachdem man doch nochmal überträgt. Der Timeout darf nicht zu kurz sein, sonst überträgt man auch was angekommen ist, und nur weil die Bestätigung zu spät kommt, darf aber auch nicht zu lang sein, irgendwann muss es mal weitergehen. Also Timeout richtig wählen ist schon auch noch eine Anforderung, die sich stellt. Retransmission hat aber zwei Haken. Haken Nummer 1 von der Retransmission ist, dass das bei Echtzeitmedien nicht so besonders gut funktioniert. Wir telefonieren, es geht ein Voice over IP, es geht ein IP-Paket mit Audio verloren, und irgendjemand denkt sich, das ist jetzt immer noch nicht angekommen, ich schicke es nochmal. Es kommt dann 2 Sekunden später nochmal das Audiopaket, was verloren gegangen ist. Was machen wir jetzt mit dem? Wegwerfen. Denn wir können ja nicht jetzt einfach nochmal das von vor zwei Sekunden, was uns da gefehlt hat, irgendwie da einsetzen und doch noch abspielen. Da wird ja dann ein Wort von vor 2 Sekunden abgespielt und gar nicht in den Satz passen oder sonst was. Die Fehlerkorrektur bei sowas wie die Echtzeitdiensten, da kann man entweder Vorwärtsfehlerkorrektur benutzen oder Fehlerkorrektur auf einer höheren Schicht. Also Sie fragen, hey, da hat es gerade gekracht, sag nochmal. Also Fehlerkorrektur mit Retransmission bei solchen interaktiven Diensten, bei Echtzeitdiensten, funktioniert eigentlich nicht anständig. Das können wir uns auch schon mal irgendwie mental notieren. Retransmissions in großen Multicast-Gruppen ist auch nicht ordentlich. Nehmen wir mal an, der Sender möchte an 1000 Empfänger eine Datei übertragen, so im Multicast. Er überträgt die Datei, alle kriegen auf der Multicast-Verbindung, was Multicast ist, diskutieren wir später nochmal, aber intuitiv natürlich an viele, an alle 1000 oder Fernsehen an alle Millionen. Da sitzen 1 Million Leute vom Fernseher und wir übertragen zuverlässig machen. Zuverlässig würde ja bedeuten, dass jeder das, was er bekommt, bestätigt. Dann würden wir aber auch in diesem Fernsehszenario pro Paket, das wir abschicken, 1 Million Bestätigungen kriegen. Das ist ein bisschen viel. Das würde ja heißen, ich will pro Paket, das ich abschicke, und ich schicke vielleicht 1000 Pakete pro Sekunde ab, oder 100 reicht auch schon, 100 Pakete pro Sekunde ab, dann kriege ich 100 Millionen minus ein bisschen was Bestätigung. Den Computer möchte ich sehen, der das verträgt. 100 Millionen Pakete pro Sekunde. Also das geht irgendwie nicht. Und schon bei 1000 wird das kritisch. 100 Pakete abschicken, 100.000 Bestätigungen zurück. Also, das muss man irgendwie anders organisieren. Ja, Retransmissions bei großen Multicast-Gruppen klappen. Erstens deshalb nicht, weil es diese ACK-Implosion gibt.
Den Begriff schreibe ich noch kurz auf. Ack Implosion. Und zweitens, wir kämen ja nie voran. Nehmen wir mal an, wir haben unser 1-Million-Szenario, 1 zu 1 Million, schicken das Paket ab, na, bei irgend, sagen wir mal, wenn wir eins an 1 Million schicken, dann kommt es bei 1000 nicht an. Dann übertragen wir es an die 1000 nach, dann kommt es immer noch bei 10 nicht an. Dann übertragen wir es an die 10 hinterher, dann kommt es immer noch bei einem nicht an und schließlich bei der 4., 5., 6., 7. Iteration haben wir es an alle übertragen. Das ist ja ewig langsam. Da brauchen wir wahrscheinlich einen anderen Zuverlässigkeitsbegriff. Und das definieren wir hier mal. Eine Verbindung zu n Empfängern nennt man k zuverlässig. Für k größer gleich 0 und kleiner gleich n. Falls für jede Dateneinheit gilt, dass sie bei mindestens k Empfängern angekommen ist. Also wenn ich k-Bestätigungen habe, dann kann ich zufrieden sein und sagen, das Ding ist angekommen. Bei diesen Empfängern. Die Frage ist, ob diese K-Zuverlässigkeit für meinen Dienst ausreicht oder nicht. Bei unbekannten Gruppen brauchen wir einfach irgendwie K-Bestätigung und dann sind wir zufrieden. Es gibt aber auch K-deterministisch zuverlässige Multicast-Verbindungen. Dann ist es bei K bekannten, spezifizierten Mitgliedern der Gruppe angekommen. Es stellt sich übrigens auch noch die Frage nach dem Ablieferungszeitpunkt in Mehrpunkttopologien bei so einer Multicast-Gruppe. Wann ist es eigentlich, wann zählen wir es als angekommen im Sinne von zu welchem Zeitpunkt ist es denn angekommen? Es kommt hier bei allen zunächst mal zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt an. Wie ermitteln wir denn da eigentlich das Transit Delay? Für die Vorausfehlerkorrektur, ich habe schon gesagt, Faltungscodes, Blockcodes, solche fehlerkorrigierenden Codes. Die Faltungscodes, die haben wir auch in der Vorlesung Technische Informatik kennengelernt. Die macht man mit solchen Schieberegistern. Blockcodes, die sind die bekannten, die Reed-Solomon-Codes. Und Reed-Solomon-Codes werden zum Beispiel auf den CDs benutzt, so Blockcodes oder auf Festplatten als Korrekturcodes. Das ist übrigens dann, naja, an den Reed-Solomon-Codes, da können Fehler korrigiert werden und man kann auch feststellen, dass so ein Sektor kaputt ist. Und das kann man dann mit diesen Smart-Parameter von der Platte auslesen und wenn die zu schlecht werden, dann marschiert man am besten los und besorgt sich eine neue Platte. Öfters mal Smartcodes auslesen, gell? Bei der Festplatte zu Hause. Man will nicht warten, bis das Ding am Ende ist. Aber na, das sind gerade diese Reed-Solomon-Codes, die man dann da benutzt. Blockcodes. Zahlentheorie. Ich möchte zur Fehlerkorrektur noch eins sagen. Es gibt natürlich eine Interaktion mit der Verkehrscharakteristik, mit dem Durchsatz. Und sogar eine Rückkopplung. In dem Augenblick, wo ein Paket verloren geht, gibt es eine Retransmission. Eigentlich produziert das einen Burst. Wenn also ein Router voll ist und ein paar Pakete wegwirft, was passiert? All die zu kurz gekommen sind, schicken gleich eine Retransmission hinterher. Und jetzt wird der Router irgendwie noch voller. Und es gehen vielleicht noch mehr Pakete verloren. Oder bei anderen Pakete verloren. Und die schicken dann auch Retransmissions. Also das ist das eine, dass durch Fehler, ja, dass das auf den Durchsatz zurückwirkt und noch mehr Fehler passieren. Und wenn man Vorausfehlerkorrektur macht, also sowas hier, da muss man natürlich mehr Bits übertragen, als man eigentlich übertragen müsste. Also wir übertragen dann Redundanz. Und dann wird natürlich die angebotene Last fürs Netzwerk höher. Wann benutzt man Vorausfehlerkorrektur? Wenn das Netzwerk Fehler macht. Und durch die Vorausfehlerkorrektur wird der Grund, warum das Netzwerk Fehler macht, Paketfehler macht, natürlich größer.
wenn man mehr Pakete hat. Also das schaukelt sich sogar noch auf. Man treibt das Netz durch Vorausfehlerkorrektur eventuell in Überlast. Deshalb muss man Vorausfehlerkorrektur, sollte man nur da benutzen, wenn das sorgfältig dimensioniert ist. Also zum Beispiel beim Mobilfunknetz, da ist der Kanal gleich so konstruiert fürs Audio, dass die Vorausfehlerkorrektur auch noch übertragen wird. Aber unser Internet ist übrigens gerade nicht so konstruiert, dass man Vorausfehlerkorrektur verwenden sollte. Manche Leute machen es trotzdem, das geht aber dann natürlich auf Kosten der Gesamtleistung. Muss man auch so sehen. Ja, ich habe hier noch nur so angefügt zur Dienstegüte, zu unseren Dienstegüte-Kenngrößen. Muss auch noch was gehören, dass wir unseren Verkehr anständig beschreiben, den wir produzieren. Damit sich das Netz, wenn man das denn gut managen will, auch darauf einrichten kann. Damit es auch reservieren kann. Und das steckt in dieser Transaktionsbeschreibung, also die Art von Bursts und welche Sorte von Fehlerkorrektur denn wir eigentlich haben möchten, Ablieferungsgarantien und so weiter. Das verstecke ich jetzt meine Transaktionsbeschreibung, da spreche ich auch nicht drüber. Das ist auch noch ein Kapitel, aber ich glaube, das führt jetzt hier zu weit. Als nächstes müssen wir über Dienstegüte-Semantik sprechen. Ich fange damit jetzt hier noch an, wir haben nur noch 4 Minuten, aber trotzdem. Die Semantik, die wir alle kennen, also Semantik, da geht es darum, was bedeutet denn so ein Parameterdurchsatz, so eine Kenngröße-Durchsatz, was bedeutet denn eine Kenngröße-Delay, was bedeutet denn eine Kenngröße-Jitter für uns? Eine Bedeutung, eine Semantik ist der Best Effort. Da sagt das Netz, wir versprechen das mal, der Provider. Und ich streng mich auch gewaltig an, dass es klappt. Und wenn es nicht klappt, klappt es eben nicht. Wenn man jemanden einlädt und er sagt dann am Telefon, ja, ich guck mal, dass es klappt, ich komme dann bei dir vorbei, wenn es klappt. Naja, da kauft man besser kein Fleisch, was man auf den Grill legt. Ne? Wenn er nicht kommt, dann steht man mit seinem dicken Fleisch da. Ne? Das ist der Best Effort. Ich kümmere mich und wenn es klappt, dann komme ich eben und sonst tut es mir leid. Das ist die Art, wie das so ein Provider uns zum Beispiel das Internet präsentiert. Die sagen dann 6 Megabit pro Sekunde oder 50 Megabit pro Sekunde. Abgesehen davon, dass diese Zahl sowieso irgendwie Quatsch ist. Eigentlich ist es ja Durchsatz und das ist Zeitverhältnis von der Größe der PDU zur Zeit, bis man wieder was reinstecken kann. Aber gut, der verspricht uns also 50 Megabit und dann schließen Sie Ihren Computer an und starten da speedtest.net oder sowas. Und was kommt raus? 17, super schäbig. Und dann rufen Sie an und meckern und dann sagen die, gucken Sie mal, in Paragraph 17 von dem grau gedruckten, was Sie auf der Webseite gar nicht gelesen haben, da steht das drin. Da steht nämlich bis zu. Und naja, die DirectTP oder was das ist, die hat ja auch vor ich glaube, Frühjahr mal so einen Test gemacht, wie viel kriegt man denn wirklich an seinem Internetanschluss im Verhältnis zu dem, was versprochen worden ist. Also das ist der Best Effort. Und der Best Effort hat natürlich aber auch damit zu tun, und deshalb können es die Provider auch teilweise gar nicht richtig beeinflussen, nicht nur mit ihrer Anschlussleitung, sondern auch mit der Netzwerkinfrastruktur und mit der Anbindung an die Netzwerke von anderen. Und wenn sie dann sich irgendeine Linux-Distribution saugen, die liegt irgendwo in Amerika rum, das tröpfelt mit schäbigen 2 Megabit bei Ihnen ein und Sie bezahlen doch für 50 Megabit sozusagen, dann muss das aber auch nicht die Schuld des Providers sein, sondern kann es einfach sein, dass der Server, das Netzwerk zwischendrin schlapp ist und. Also das wissen wir nicht genau. Deshalb, ja, die Dienstegüte ist häufig Best Effort und das Einzige, was man da machen kann, wenn man so eine Best Effort Dienstegüte-Vereinbarung hat, ist, wenn es einem nicht passt, sich einen anderen Provider suchen.
aber die bieten vielleicht auch nur das an. Ja, beim nächsten Mal machen wir hier nach dem Best Effort weiter und überlegen uns dann was Systematischeres, sowas wie die garantierte Dienstegüte, aber die hat auch ein paar Haken, aber das müssen wir dann am Montag um 14 Uhr verhandeln. Auf Wiedersehen, ich danke für die Aufmerksamkeit.